Ja, die Enttäuschung ist natürlich jetzt erstmal riesengroß, bei meiner Mannschaft, bei mir auch. Wir haben gut angefangen, Schuss unterkante Latte, der wieder rausspringt. Das ist natürlich auch bezeichnend so für die aktuelle Situation, dass ein Spieler zwei Tore schießt, der vorher unserem Spieler mit dem Ellbogenschick die Nase bricht. Dann müssen wir den auswechseln. Keiner will es gesehen haben, dass ein Ellbogenschick war. Das passt so ein bisschen auch in den Verlauf des Spiels. Vor dem 2-0 so einen krassen Fehler zu machen. Dann kommen wir nach der Halbzeit gut raus, waren viel dynamischer als in der ersten Halbzeit, waren optisch an der Stelle überlegen, machen aber auch kein Tor. Kassieren ein drittes Tor und kurz danach wieder ein viertes, wo wir mit viermal vorne stehen bleiben. Das sind so Dinge, die dürfen halt nicht passieren. Auch ein Torverhältnis ist noch entscheidend und ja, ich sag mal so, der Sieg von Stadthagen ist sicherlich in Summe ohne Frage verdient. Aber wir haben vielleicht einfach wieder zu viele leichte Fehler gemacht, die zu Gegentoren führen. Und wie gesagt, so vom Verlauf sehr unglücklich. Unterkante Latte, denn zwei verletzte Spieler, die wir auswechseln müssen. Ja, irgendwie haben wir heute mal so richtig einen vor die Fresse bekommen. Aber trotz alledem, die Mannschaft ist jung. Es ist nochmal so, wir müssen da durch. Und ärgern ja, hinfallen auch ja, aber wieder aufstehen. Und nächste Woche geht es gegen Exen und dann müssen wir wieder weiter nach vorne gucken. Das ist immer so. Wir müssen noch viel lernen, aber machen wir auch. Ja, liebe Zuschauer in der neuen Saison hier in Schaumburg. Vielen Dank für die Möglichkeit für das Statement hier in Engern. Wir haben hier heute ein über weite Strecken einseitiges Spiel gesehen mit 70-80% Ballbesitz vom FC Stadthagen. Hin und wieder haben wir leider die letzten Bälle in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt und uns zu wenig Chancen rausgearbeitet. Aber mit der 2-0-Führung war das Spiel eigentlich so gut wie entschieden. Das 3-0 und das 4-0 nach der Halbzeit durch Aydan Hüseyin, für mich heute der Spieler des Tages mit den beiden Toren, ja, war dann auch, ich denke mal, den Spielanteilen entsprechend ein gerechtes Ergebnis. Der Ehrentreffer für den SVE, der Elfmeter, ich würde ihn mal als schmeichelhaft bezeichnen, aber wir können uns in der Abwehrarbeit auch etwas besser anstellen. Dann spielen wir dieses Spiel auch zu null. Von daher bin ich mit dem Ergebnis zufrieden, bin mit dem Auftritt zufrieden, wie die Mannschaft miteinander kommuniziert hat nach dieser langen Pause und bin zuversichtlich, was die nächsten Partien angeht. Vielen Dank.